Vielen herzlichen Dank, Stefan, für die sehr freundliche Einführung, für die Einladung hierher nach Mainz. Als ich das gerade so gehört habe, habe ich mich sofort unter Rechtfertigungszwang gefühlt, irgendwie zu erklären, wie man zu so weit auseinanderliegenden Dingen etwas sagen kann. Ich sage jetzt einfach, das ist so typisch für uns Soziologinnen und Soziologen. Wir machen das einfach. Ich bin jetzt nach langen Umwegen bei den Menschenrechten gelandet und habe die zusammengeschmissen in eine Kiste mit einem Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige, nämlich eben mit der Frage von Migration. Und um diese Kombination, also um die Frage, wie eigentlich Menschenrechte und Migration zusammenkommen, zusammengehören, darum soll es heute gehen. Der Titel, der hier an der Wand steht, der ist nicht mehr ganz passend. Auf den Grund dafür komme ich gleich zu sprechen. Tatsächlich ist der Vortrag erweitert. Ich beschränke mich nicht mehr nur auf die Frage des Alltags, die hier im Untertitel steht. Was will ich heute machen? Ich will zunächst mal etwas zum Rahmen sagen. Dieses Forschungsprojekt, aus dem ich berichte, ist Teil einer Forschungsgruppe, der Forschungsgruppe Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft. Damit will ich loslegen und ich will dann die Sprache dieser Forschungsgruppe übersetzen in die der Humandifferenzierung, wobei das natürlich ein riskantes Vorhaben ist, wenn man nach Mainz kommt zum SFB 1482 und dann über Humandifferenzierung spricht. Das eine Risiko ist, dass man das Publikum langweilt. Das wäre dann eher Ihr Problem und nicht meins. Das zweite Risiko ist, dass man als ahnungslos erscheint, weil man die ganzen Untiefen und Verzweigungen des Diskurses natürlich nicht überschaut. Das wäre dann für mich unvorteilhaft. Und das dritte Risiko ist, dass man gegebenenfalls als undankbarer Gast und als Besserwisser erscheint, wenn man behauptet, etwas bemerkt zu haben, was ihnen entgangen ist. Und ich hoffe, dass dass keines dieser Risiken jetzt eintritt, wenn ich im Folgenden darüber spreche, wie Menschenrechte relevant gemacht werden und was das mit Kategorisierung als Mensch und als Migrant zu tun hat, wie das zusammenhängt. Und ich will das in drei Schritten machen. Ich möchte zunächst auf die Sinnebene des Diskurses zu sprechen kommen und dort den historischen Übertritt der Menschenrechte aus dem Feld der Politik in das Feld des Rechtes thematisieren. Ein Übertritt, der sich seit dem 18. Jahrhundert vollzogen hat. Und ich will auf die damit verbundenen Paradoxien eingehen, vor allem auf die, dass Menschenrechte gar nicht schon immer und nicht notwendigerweise Rechte sind. Das ist etwas, das für Nichtjuristen zunächst mal ganz erstaunlich ist. Also da heißt etwas Menschenrecht, aber irgendwie ist es gar nicht essentiell ein Recht. Im zweiten Schritt will ich dann, also das ist das, was hier als Semantik der Menschenrechte, Politik und Recht in historischer Perspektive bezeichnet wird. Im zweiten Schritt will ich dann auf die Vermenschenrechtlichung von Migration im Recht zu sprechen kommen, die sich seit den 1990er Jahren vollzieht, wo sich die Feldverschiebung aus der Politik ins Recht dann wiederholt und wo eine andere Paradoxie ins Auge fällt, namentlich die, dass man sich beruft auf die Human-End-Differenzierungskategorie Mensch, wenn es um die Thematisierung der Differenzierungskategorie Migrant geht. Also diese Doppeltheit einer humanen Enddifferenzierung als Mensch, während die Humandifferenzierung Migration oder Migrant relevant gemacht wird. Und drittens soll es dann, im dritten Schritt soll es dann um die Vermenschenrechtlichung im Alltag gehen. Also das, was ursprünglich im Titel meines Vortrags aufschien. Es geht also um die Frage des Menschenrechtsgebrauchs im Alltag. Und ich habe das mit einem Fragezeichen versehen und das hat zwei Gründe. Zum einen kann ich nur erste und ganz vorläufige empirische Aussagen machen, weil wir uns gerade, weil wir gerade die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter gerade die erste Feldforschungsphase abgeschlossen hat und die Daten jetzt erst noch darauf warten, ausgelegt zu werden. Und zweitens, weil ich Zweifel daran habe, wie weit diese Vermenschenrechtlichung im Alltag eigentlich
eigentlich geht. Und dann will ich mit einem kurzen Fazit schließen. Ein paar Sätze zur Forschungsgruppe MEDIMI. Diese Forschungsgruppe geht aus von der Frage, gibt es eine Vermenschenrechtlichung migrationsgesellschaftlicher Diskurspraxis und welche Reichweite, Form und Folgen hat diese Vermenschenrechtlichung? Also Vermenschenrechtlichung ist die Schlüsselvokabel, ein Begriff, den der Gießener Jurist Jürgen Bast, der auch der Sprecher unserer Gruppe ist, geprägt hat. Und zwar ausgehend von der Beobachtung, dass Akteure in Migrationsgesellschaften in ihrer diskursiven Praxis heute vielfach auf Menschenrechtsnormen Bezug nehmen, um ihre Selbstverständnisse und Interessen zu artikulieren. Und Jürgen Bast hat das zunächst mal beobachtet, eben fürs Feld des Rechts. Und die Frage ist, die nach dem Vordringen von Menschenrechtsdiskursen sowohl in unterschiedliche juristische, aber auch in politische, professionelle und alltägliche Kontexte. An dieser Forschungsgruppe sind 10 Teilprojekte beteiligt, die sich eben ganz unterschiedlichen sozialen Feldern widmen. Wir haben 3 Punkte identifiziert, bei denen wir glauben, dass es sich lohnt, nachzuhaken. Zum einen interessieren wir uns für typische Dynamiken migrationsgesellschaftlicher Diskurspraxis. Zum zweiten für die Verschleifung von Prozessen der Verrechtlichung auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Veralltäglichung von Menschenrechten. Und zum dritten für das Spannungsverhältnis zwischen Menschenrechtsdiskursen und etwaigen Gegendiskursen zu Menschenrechtsdiskursen. Und Sie sehen, hier tauchen eine ganze Reihe von Begriffen auf. Migrationsgesellschaft, Diskurs, Normen, Kontexte, die aus meiner Sicht einer Übersetzung bedürfen und die sehr voraussetzungsreich sind. Was ist das eigentlich, eine Migrationsgesellschaft? Wie handlich ist dieser Begriff eigentlich für die empirische Analyse? Wir haben uns auf den Begriff des Diskurses festgelegt, der, wenn man Ihr Programm sich anschaut, doch ein ganz schön enger ist, wenn man unterschiedliche kulturelle Arenen oder Sinnschichten in den Blick nehmen will. Der Begriff der Normen ist ein soziologisch schwieriger, weil auch wieder enger. Und der Begriff der Kontexte, das meint eben das Recht, die Politik, aktivistische Milieus, professionelle Settings. Der Begriff der Kontexte ist auch ein ziemlich schwacher, wenn man so will. Was ich also jetzt machen will, ist, ich will versuchen, in einem ersten Schritt diese Sprache unserer Forschungsgruppe in die ihre Sprache der Humandifferenzierung zu übersetzen. Und dann landet man vielleicht zum Ausgang bei folgenden Feststellungen. Erstens, dass sich Menschenrechte in den oder auf den, wie heißt es denn richtig, in den Sinnschichten, in unterschiedlichsten Sinnschichten des Kulturellen erfinden, in sprachlichen Strukturen, in Diskursen, in kognitiven Schemata, situierten Praktiken, institutionellen Infrastrukturen, materiellen Kultur, in der materiellen Kultur. Und dann kann man sich die Frage stellen, findet man die da eigentlich überall? Und was für eine Form nehmen die dann eigentlich an? Wo verhärten sie sich oder wo härten sie sich, wo verflüssigen sie sich und wo lösen sie sich möglicherweise auch in Luft auf? Und verlaufen diese Vermenschenrechtlichungsdiskurse eigentlich gleichsinnig? Zeigen die alle in dieselbe Richtung und führen sie also sozusagen gemeinsam zu einer Verfestigung von Menschenrechten oder verlaufen die möglicherweise auch gegenläufig? Außerdem kann man all diese Fragen nur dann vernünftig diskutieren, wenn man weiter differenziert und wenn man darauf achtet, auf die Frage achtet, wo eigentlich und an welchen Kreuzungspunkten, an welchen Schnittstellen die Menschenrechte eigentlich auftauchen, wo sich also gesellschaftliche Differenzierung und die Differenzierung sozialer Gebilde treffen und wo, und das ist für mich die entscheidende Frage, wo eigentlich in diesem Diskurs Humandifferenzierung auftauchen. Und erst dann, wenn man all das mit auf den Tisch legt, so könnte man argumentieren, kann man Antworten auf die Frage nach der Dauerhaftigkeit und Stabilität von Menschenrechten finden und die nach Interferenzen mit anderen kulturellen Sinnphänomenen
beantworten. Das heißt, die Frage, ob und wie ein Doing Human Rights while Doing Migrant zum Tragen kommt, also ob migrationsbezogene Kategorisierungen unter Bezugnahme auf universelle Menschenrechte aktiviert werden, wäre dann eine empirisch zu prüfende Frage. Und ich will jetzt eben so ein paar Schlaglichter werfen auf diese Frage und anfangen mit der Semantik der Menschenrechte, Politik und Recht in historischer Perspektive. Zunächst mal können wir mit Samuel Moyen festhalten oder das Argument, die These aufstellen, dass in den politischen Revolutionen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, in den Atlantischen Revolutionen in Frankreich, den USA, Haiti, Spanien, erstmals die Menschenrechte prominent wurden, und zwar auf eine ganz eigentümliche Art und Weise. Man verwirklicht nämlich sein Menschsein als Angehöriger eines Volkes. Und zwar eines Volkes, das sich eben selbst beherrscht und das eben nicht fremd beherrscht wird, weder von oben, von einem König, noch von außen, von einem anderen Volk. Wir haben es also in dieser Phase der Menschenrechtsrelevantmachung mit einer Verschmelzung von Menschheit und Mensch auf der einen Seite und Volk und Bürger auf der anderen Seite zu tun. Und das Gebilde, auf dem sich die Menschenkategorie, auf das sich die Menschenkategorie bezieht, ist paradoxerweise nicht die Weltgemeinschaft, wie man zunächst mal denken würde, wenn es doch um die Menschen geht, sondern eben die Nation. Also wir haben es ja mit einer eigentümlichen Verschmelzung, Kombination von einer universellen Kategorie mit einem differenzierten, territorial differenzierten sozialen Gebilde zu tun. Gleichwohl, es kommt in dieser Phase zu einer Verfestigung der Menschenrechte im politischen Diskurs und in den entsprechenden nationalen Verfassungen dieser revolutionären Gebilde. Diese nationalstaatliche Genealogie der Menschenrechte scheint sich jetzt zunächst mal mit Lignas Luhmanns Argumentation bezüglich der Menschenrechte, die scheint dem zu widersprechen. Das Aufkommen der Menschenrechte verortet Luhmann nämlich im Übergang von stratifikatorischer zu funktionaler Differenzierung. Mit der Entlassung aus Stand und Klasse wird der Mensch zur Einzelperson, die dann als gleich mit allen anderen thematisiert und eben als Mensch, der mit Menschenrechten ausgestattet ist, verstanden werden kann. Also eine andere Argumentationslogik, wie wir sie gerade eben kennengelernt haben. Dieser Widerspruch löst sich aber insofern ein Stück weit auf, als dass Luhmann, wenn er von Menschenrechten spricht, diese eben erwähnten nationalstaatlichen Kodifizierungen von Menschenrechten in Form von Grundrechten als Staatsbürger meint. Also er spricht eigentlich gar nicht von Menschenrechten, sondern er spricht von Grundrechten. Und ich komme gleich auf diese Unterscheidung, die ganz wichtig ist, nochmal zurück. Wir können außerdem argumentieren, dass sich im weiteren historischen Verlauf ein nachträglicher Inklusionstrend einstellt. Das ist nämlich ein Trend zur nachträglichen Inklusion in die Menschenkategorie sich vollzieht, der jüngeren Datum ist und eben einhergeht mit der Ausdehnung zum einen von Staatsbürgerschaftsrechten und zum anderen eben mit der Entstehung der von Luhmann angesprochenen Weltgesellschaft. Dieser Inklusionstrend, also alle Menschen sind Menschen, wurde in den letzten Jahren durch einen Differenzierungstrend ergänzt. Es kommt zu einer, wie es bei Marion Müller heißt, Pluralisierung der Menschenrechte mit besonderen Rechten für bestimmte Menschengruppen. Mit der Pluralisierung Frauenrechte, Kinderrechte, Rechte für Menschen mit Behinderung geht die Annahme einher, dass Angehörige spezieller Personenkategorien in besonderer Weise der Gefahr einer Menschenrechtsverletzung ausgesetzt und folglich besonders auf Menschenrechtsschutz angewiesen seien, etwa weil sie ein besonders hohes Risiko der Verletzung ausgeliefert sind,
und weil die Verletzung insbesondere bei ihnen besonders dramatische Folgen hätte. Das waren also diese kategorialen Menschenrechte nennen, über die ich gerade gesprochen habe. Davon unterscheiden müssen wir kollektive Menschenrechte. Während nämlich die Formulierung der Menschenrechte eng verschränkt war mit der Durchsetzung der Vorstellung von der Gleichheit und Freiheit der Menschen und der Einführung der Menschenkategorie, löst sich mit der Idee von den Menschenrechten als kollektiven Rechten, die etwa indigene Gemeinschaften gegenüber dem Staat haben, die enge Kopplung von Menschenrechten und Individualität. Also kollektive Rechte sind dann eben gar nicht gedacht als subjektive Rechte, die den Angehörigen von Personenkategorien als Individuen zukommen, sondern beziehen sich auf soziale Kollektive, denen dann eben Akteursstatus zugesprochen wird. Dieser Verweis auf kollektive Menschenrechte verdeutlicht, dass in der Menschenrechtsrevolution des 18. Jahrhunderts, von der ich vorhin kurz gesprochen habe, Freiheits- und Gleichheitsrechte als Menschenrechte kodiert wurden. Dieser liberalen Menschenrechtstradition stehen konkurrierende sozialistische und postkoloniale Traditionslinien gegenüber. Zwischen diesen unterschiedlichen Traditionslinien kommt es immer wieder zu einem Spillover, weshalb es verkürzend wäre, wenn man eine lineare Erweiterungsgeschichte der Menschenrechte von politischen zu sozialen und kulturellen Menschenrechten erzählen würde. Die Menschenrechte erfahren dann ab 1945 eine Formveränderung. Sie bekommen nämlich dann, nachdem sie vorher eben als politische Rechte verstanden wurde, eine juristische Kodierung und eine Weltgesellschaftlichung. Die setzt eben ein mit der Verrechtlichung der Menschenrechte ab 1945. Im Gegensatz zu den Grundrechten, die wir in den nationalen Verfassungen finden, sind Menschenrechte international institutionalisiert und werden nicht allein den Angehörigen von Staaten zugerechnet. Nicht ihr Inhalt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht ihr Inhalt macht also die Menschenrechte aus, sondern ihre juristische Kodifizierung als universell, für alle gültig und global, und das heißt auf weltgesellschaftlicher Ebene institutionalisiert. Mit der Juridifizierung der Menschenrechte nahmen diese in der Welt des Rechts die folgende rechtstypische Form an. Im Recht heißen Menschenrechte nämlich, dass jeder individuell Einzelne gegenüber den Trägern öffentlicher Ordnung über fundamentale Rechte verfügt. Und da sind die Menschenrechte dann nichts anderes als jedes andere Recht. Sie nehmen dieselbe juristische Kodierung an. Und damit sind wir dann bei der Problematik der Menschenrechte angelangt. Wenn diese subjektiv, fundamental und universell sind, dann kommt als ihr Träger eigentlich nur die globale politische Gemeinschaft in Frage, die jedoch in Form der UN-Institution nur in Grundzügen und in schwacher Form vorhanden ist. Die Weltgemeinschaft kann für Menschenrechtsverstöße schlecht belangt werden, genauso wie sie für den Schutz der Menschenrechte nur schlecht herangezogen werden kann. Damit haben wir es also mit der Problematik der Menschenrechte zu tun. Das Paradoxon der Menschenrechte besteht dann darin, dass sie einerseits in nationalstaatliches Recht übersetzt werden müssen, damit sie überhaupt Wirkungsmacht entfalten können. Also die Menschenrechte müssen rein ins Grundgesetz. Auf der anderen Seite aber, also damit sie durchgesetzt werden können, auf der anderen Seite aber verschwinden sie genau in diesem Augenblick als Menschenrechte, wenn sie eben nationalisiert werden. Sie sind dann eben nicht mehr universell und von globaler, fundamentaler Reichweite.
Der Übergang der Menschenrechte von nationalstaatlichen Politiken ins Recht ist jedoch nicht der einzige Übergang, den wir historisch beobachten können. Beobachten lässt sich auch die Entstehung einer transnationalen Menschenrechtskultur. In der transnationalen Menschenrechtskultur. Ich lese kurz aus dem Zitat vor. Es bildet sich eine transnationale Menschenrechtskultur heraus, deren moralische Kerne eine Einstellung gleicher Achtung aller Menschen ist. Diese Einstellung erlernt der Mensch nicht schon bei der Lektüre historischer Rechtsdokumente oder philosophischer Abhandlungen. Sie wird erst in Prozessen einer zunehmend global empfundenen Empörung über menschenrechtlich unhaltbare Zustände weltweite Verbreitung finden. Und Samuel Moyn hat argumentiert, dass es in dieser transnationalen Menschenrechtskultur zu einer dann Verschmelzung von Menschenrechten im Sinne von moralischen Minimalrechts auf das Leben mit dem Diskurs des Humanitarismus kommt, der zunächst über lange Zeit, so Moyn, parallel zu den Menschenrechten sich entwickelt hat, also zu einer Verschmelzung dieser beiden Traditionslinien, und dass in dieser globalen, transnationalen Menschenrechtskultur im Grunde bürgerliche Milieus von oben herab und aus sicherem Abstand auf die Elenden der Welt blicken und versuchen, diesen beizustehen. Und das steht sozusagen für Moyn in einem krassen Gegensatz zur rechtlichen Gleichheit von Menschenrechtssubjekten, die eben in Form von symmetrischen Anerkennungsprozessen zu ihren Rechten kommen und nicht humanitaristisch in asymmetrischen Beziehungen gönnerhaft mit Mindeststandards versehen werden. Sie haben gemerkt, bisher war von Migranten noch überhaupt nicht die Rede. Das liegt schlicht daran, dass sich Bezugnahmen auf Migration in den bisher angesprochenen Menschenrechtsdiskursen erst lange nicht finden und erstaunlich spät diese Bezugnahmen überhaupt einsetzen. Und zwar auch nicht in den 1970er Jahren, die als Jahrzehnt der Menschenrechte bezeichnet werden. Diese Bezeichnung Jahrzehnt der Menschenrechte rührt daher, dass in den 1970er Jahren zum einen und zum Beispiel von der exilierten Opposition gegen die Militärdiktaturen in Lateinamerika bis hin zu den Dissidenten im Ostblock und ganz prominent öffentlich verstärkt durch Amnesty International auf Menschenrechte auf einmal rekurriert wurde im politischen Raum in den 1970er Jahren. Und zwar eben außerhalb des Rechts und in einer unpolitischen Sprache. Es ging in diesen Diskursen eben nicht um Kapitalismus oder Sozialismus, sondern es ging schlicht um das Menschsein und um die Durchsetzung der Menschenrechte. Die zur gleichen Zeit öffentlich wahrgenommenen migrationsbezogenen Phänomene wurden dagegen nicht in einer Sprache der Menschenrechte thematisiert. Weder das Ende der Gastarbeiterprogramme in Europa mit seinen weitreichenden Folgen, noch die Vietnam-Flüchtlinge der damaligen Zeit wurden als Menschenrechtssubjekte adressiert, sondern in einer Sprache des Humanitarismus und als internationale Sicherheitsprobleme adressiert. Ab den 1990er Jahren dann werden auch migrationsbezogene Themen von einer Sprache der Menschenrechte erfasst und es kommt zu einer Anwendung der Menschenrechte auf Personen mit dem Status Migrant. Und es werden in dieser Zeit dann und ab dieser Zeit internationale Konventionen, also völkerrechtliche Vereinbarungen, Verträge verabschiedet, in denen sich kategoriale Rechte von Migranten im Recht etablieren. Es kommt hier also zu einer paradoxen Verschränkung von Partikularisierung,
Migrant sein und Universalisierung Mensch sein. Und diese paradoxe Form, der gleichzeitige Vollzug zweier Kategorien, scheint mir das Interessante an der Beschäftigung mit dem Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Migration zu sein. Und ich komme darauf gleich zurück, wenn ich auf Menschenrechte im Alltag zu sprechen komme. Zunächst aber bleibt festzuhalten, dass es seit den 1990er Jahren zu einer Vermenschenrechtlichung von Migration im Recht kommt. Jürgen Bast hat argumentiert, dass es eine Verschiebung im Recht, im juristischen Diskurs, zu einer Verschiebung von juristischen Thematisierungen von Migration, von Gefahren, die von Migranten ausgehen und von deren ökonomischer Nützlichkeit und von ihrer kulturellen Fremdheit hin zu ihrer Thematisierung, zur Thematisierung von Migranten als Menschenrechtssubjekten kommt. Und diese Verschiebung vollzieht sich eben nicht ausschließlich im öffentlichen Diskurs. Diese Verschiebung erfasst internationale Erklärungen, aber auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte oder zum Beispiel auch das Verfahren wegen Staatsfolter in Syrien am Oberlandesgericht in Koblenz, wo Folterüberlebende aus Syrien als Nebenkläger auftreten. Im europäischen Kontext erweist sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als wichtigster Akteur dieser Vermenschenrechtlichung von Migration im Recht. Mit Blick auf die Migrantenkategorie ist hier bemerkenswert, dass diese Kategorie sowohl in der Europäischen Menschenrechtskonvention, auf die sich der EGMR bezieht, als auch in dessen Rechtsprechung nur eine marginale Rolle spielt. Von migrantischen Menschenrechten ist dort nicht die Rede. Stattdessen entwickelt der EGMR zwei Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich der Artikel 3 mit dem Folterverbot und den Artikel 8, wo es um das Recht auf Familie geht, so weiter, dass es für die Menschenrechtspolitik relevant wird. Also wir haben ein universalistisches europäisches Menschenrechtssystem, in dem Migration, Migranten kategorial nicht vorkommen, aber dann über diese universellen Kategorien auf ganz eigentümliche Art und Weise inkludiert werden. Dabei nämlich nimmt das Gericht bestimmte Grenzpolitiken und Grenzpraktiken in den Blick, nämlich den Grenzübertritt von Menschen ohne EU-Staatsbürgerschaft und die staatlichen Kontrollpraktiken dieser Personen und behandelt dann diese Personen als Menschenrechtssubjekte. Es ist die Thematisierung dieser Grenzpraktiken durch das Gericht, dass die Betreffenden oder diese Thematisierung macht die Betreffenden zu Migranten, während sie dann als Menschenrechtssubjekte behandelt werden. Wir können hier entsprechend von einem Doing Migrant while Doing Human Rights sprechen. Und damit wäre ich bei meinem dritten Teilthema oder bei meiner dritten Frage, nämlich der nach der Vermenschenrechtlichung im Alltag. Ob und wie davon, also von einer Vermenschenrechtlichung, auch im Alltag die Rede sein kann, will ich im Folgenden kurz diskutieren. Und davor ein paar Vorbemerkungen zu diesem Begriff des Alltags machen. Was ist damit gemeint? Ich meine damit die Sphäre sozialer Praxis und spiele darauf an, dass eben im interaktiven Austausch kulturelle Phänomene, die den unterschiedlichsten Sinnschichten angehören, einen situierten Sinn erlangen. Also der Alltagsbegriff, der soll für mich sagen, eine Arena charakterisieren, die in der sich dann, das ist sozusagen der soziologische Bias der Diskussion, in der sich dann diese gesamten Sinnschichten zusammenziehen, weil diese Sinnphänomene unterschiedlicher Sinnschichten eben in der Interaktion alltagsweltlich zusammengebunden
und relevant gemacht werden. Und das Entscheidende für das Relevantmachen kultureller Phänomene im Alltag ist eben ihre Wiederholung, die sich vollzieht. Gleichzeitig können wir für den Alltag und müssen wir für den Alltag festhalten, dass es nicht den Alltag gibt, sondern dass wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Praxisfeldern und Interaktionssettings typologisch unterscheiden können. Gleichzeitig können wir über den Alltag kategorial sagen, dass sich im Alltag Interaktanten gegenseitig den Sinn ihrer Handlungszüge anzeigen, dass sie eben nicht nur handeln, sondern gleichzeitig ihr Tun darstellen. Und damit wären wir dann also beim Doing. Und dass im Alltag die Interaktionspartner das Handlungsproblem lösen müssen, welche alltagsweltlich verfügbaren Phänomene sie eigentlich in die Interaktion einführen wollen und eingeführt werden sollen. Und damit wären wir dann also bei dieser von Stefan Hirschauer eingeführten Unterscheidung zwischen Doing, Undoing und Not Doing angekommen. Nun können wir zunächst festhalten, dass der Alltag mit Blick auf die Frage nach der Personenkategorisierung von einer schillernden Uneindeutigkeit gekennzeichnet ist. Zum einen können wir das Gültigmachen eines universellen Gleichheits- und Achtungspotenzials, Postulats in der Alltagswelt konstatieren, das in der soziologischen Literatur mit ganz unterschiedlichen auf ganz unterschiedliche Art und Weise darauf Bezug genommen wird. Aber zunächst mal hätten wir eben für die Alltagswelt die Gültigkeit oder das Gültigmachen eines universellen Gleichheits- und Achtungspotenzials, Postulats. Und zum anderen finden sich im Alltag unzählige Unterscheidungen bzw. eine Diversität des Zugehörens, wie wir auch bei Stefan Hirschauer lesen können. Anders gesagt, Humanentdifferenzierung und Humandifferenzierung geben sich im Alltag einstellig ein. Wenn ich mich im Folgenden für die Kombination der Kategorien Mensch und Migrant interessiere, dann darf man dabei nicht vergessen, dass diese Kombination vor dem Hintergrund unzähliger anderer Humandifferenzierungen vollzogen wird. Interessant ist dabei die Frage, wie die Unterscheidungen praktisch aktiviert werden, wie sie sich verbinden und wie sie in Frage gestellt werden. Mir scheint es außerdem sinnvoll, wiederum kategorial Unterscheidungen mit Blick auf unterschiedliche Arten von Alltagssituationen vorzunehmen. Zum einen die Unterscheidung zwischen Routinesituationen und Interaktionskonflikten, während in ersteren Kategorien selbstverständlich gebraucht werden und häufig implizit bleiben, werden in Interaktionskonflikten Kategorien expliziert und ihr Gebrauch eskaliert oder er wird skandalisiert. Zum anderen, denke ich, ist die Unterscheidung sinnvoll zwischen institutionellen und nicht institutionalisierten Interaktionen. In organisationalen Funktionszusammenhängen herrscht eine Symmetrieerwartung vor, die nur jeweils rollenspezifisch ausgesetzt wird, während andere funktionsferne Unterscheidungen wirkungsvoll unterdrückt werden. Dagegen herrscht in Interaktionssituationen, die nicht eindeutig organisational oder feldspezifisch gerahmt sind, einerseits durch das Fehlen klarer funktionsspezifischer Unterscheidungen und Ungleichheiten die Gleichheitserwartung auf eine ganz ungebrochene und direkte Art und Weise vor. Andererseits eröffnet das Fehlen klarer Relevanzsetzungen die Chance für das Relevantmachen aller möglicher Unterscheidungen, die in funktionalen Zusammenhängen eben runtergespielt werden. Damit stellt sich dann, also mit Blick auf diesen Alltagsbegriff und die Vorstellung des Alltags als einer eigenen Ebene, die Frage, ob wir mit Blick auf die Menschenrechte so etwas wie eine Ebenenverschiebung
beobachten können. Also ob aus den Sphären der Öffentlichkeit, der Politik und des Rechts die Menschen in den Alltag übergehen, so wie das Jörg Bergmann für die Moral behauptet hat. Also dass die Moral übertritt aus der Sphäre der Religion, die Ebene des Teilsystems verlässt und eindringt in den Alltag. Also diese Frage stellt sich und damit einhergehen die Fragen, ob Alltagshandelnde ihre Erfahrungen als Verletzungen von Menschenrechten deuten. Richten sie ihre Rollenverständnisse und Handlungen an einer Ethik der Menschenrechte aus? Präsentieren sie ihre moralischen und politischen Forderungen als Ausdruck von universell verbürgten Menschenrechten? Und die zweite damit eng zusammenhängende Frage ist die, ob Menschenrechte als ein scharfes Schwert in Alltagskonflikten zum Einsatz kommen. Menschenrechte sind nämlich, zunächst mal zumindest theoretisch, Ressourcen, um Ansprüche zu erheben und zu rechtfertigen. Konkret den Anspruch auf individuelle Freiheit und Autonomie, universell, unveränderlich, unteilbar, während auf der anderen Seite andere Ressourcen für andere Ansprüche in Anschlag gebracht werden. Die besondere Leistungsfähigkeit der Berufung auf Menschenrechtsnormen scheint gerade in der Koppelung einer Semantik, die das autoritative Potenzial des Rechts für sich in Anspruch nimmt, mit ihrer moralisch-politischen Überzeugungskraft und ihrer an subjektiven Alltagserfahrungen anknüpfenden affektiven Qualität zu liegen. Es stellen sich also eine ganze Reihe an empirischen Fragen. Tatsächlich wissen wir aber über die Wirklichkeit der Menschen im Alltag recht wenig, über das alltägliche Menschenrechtswissen, obwohl es hier eben eine ganze Fülle an interessanten Fragen zu stellen gäbe. Wir möchten diese Fragen mit Blick auf das Alltags- und das Menschenrechtswissen im Alltag in unserem Teilprojekt diskutieren. Sebastian Weste und Tasnim Jabali haben deshalb in den letzten Monaten einen ersten ziemlich langen ethnografischen Feldaufenthalt in einem Mannheimer Stadtteil durchgeführt. Ich kann Ihnen, wie ich es am Anfang schon angesprochen habe, nur ganz vorläufige und impressionistische Eindrücke davon vermitteln. Ich will das trotzdem machen und ich will auf 4 Punkte eingehen. Zum einen finden wir im Stadtteil subjektive Rechte, und zwar ganz plakativ. In Schulen, Horten, Kindergärten, in Stadtteiltreffs, im Büro des Stadtquartiers und so weiter finden wir subjektive Rechte an der Wand, an der Tür, auf Flyern, Handzetteln, in diesen Plakaten, von denen ich Ihnen hier welche mitgebracht habe. Also wir finden dieses Plakatieren subjektiver Rechte, wo manchmal die Menschenkategorie auftaucht und wo direkte Menschenrechtsbezüge gemacht werden, wo das aber teilweise auch ganz diffus bleibt, wo wir einfach Rechtsanspielungen finden können. Wir finden auch im Gegensatz zum sparsamen Bezug auf die Migrantenkategorie in Rechtstexten und in Gerichtsverfahren, die ich vorhin angesprochen habe, im Alltag eine sehr großzügige Aktivierung menschenrechtsbezogener Kategorien, die, wenn sie versprachlicht werden, eher selten die gepflegte Form Migrant annehmen, sondern ganz andere Formen. Diese Kategorisierungen sind nicht trennscharf von nationalen und rassischen Klassifizierungen zu unterscheiden und sie verbinden sich mit anderen Kategorisierungen, mit Gender und Class insbesondere, dann aber auch mit feldspezifischen Typisierungen, krank, gesund, faul, fleißig, antragsberechtigt, nicht antragsberechtigt und mit situationalen Unterscheidungen, laut, leise, aufmerksam, unaufmerksam, freundlich, unfreundlich und so weiter und so fort. Hier werden also Kategorisierungen eingeführt, sie werden aber auch zurückgenommen und entdifferenziert. Wir finden in den Daten, die wir jetzt haben, auch so etwas wie eine reflexive Verwendung kategorialer Unterscheidungen. Denn man setzt sich, wenn man kategoriale Klassifikationen verwendet, der Skandalisierung aus. Du Rassist.
Kategoriale Unterscheidungen werden deshalb häufig vorsichtig tastend eingeführt und sie die Kategorisierungspraxis changiert ganz häufig zwischen partikularistischen kategorialen Vereindeutigungen als zugehörig zu Gruppe X und universalistischer Menschkategorisierung. Wir sind doch alle Menschen. Wir sind doch alle gleich. Es herrscht also kein schlichtes Unterscheidungsverbot vor, sondern wir finden die Nutzung von personenbezogenen Unterscheidungen zur Orientierung in der Welt und dann jedoch gleichzeitig eine unmittelbare Verwischung dieser Unterscheidung auf einer zweiten humanistischen Ebene. Wir finden also so etwas wie eine reflexive Uneindeutigkeit des Kategoriengebrauchs. Und mit Blick auf die Konfliktkommunikation kann man vielleicht von so etwas wie einer Indexikalisierung der Menschenrechte sprechen. Das betrifft zum einen die Betroffenen, wo es zu selbstkategorisierendem Gebrauch von differenzierten und skalierten Wir-Kategorien kommt. Wir Ausländer, wir Frauen mit Kopftuch. Und dann zu einer Enddifferenzierung, wo auf der anderen Seite aber nicht die Menschen stehen, sondern die Deutschen. Und zwar egal, ob diese dann Arbeitgeber sind oder Vermieter oder die Stadtverwaltung. Die werden dann also nicht als Arbeitgeber, als Repräsentanten der Stadtverwaltung oder als schreckliche Vermieter adressiert, sondern als Deutsche. Migrations- oder beziehungsweise Menschenrechte spielen dabei kaum eine Rolle. Sie werden kaum als Rechte expliziert. Und wenn rechtliche Bezüge hergestellt werden, überhaupt rechtliche, dann werden die selten spezifiziert. Dann geht es ums Recht, ohne dass das konkretisiert würde. Auf der Seite von Hilfeakteuren und Aktivisten finden wir mit Blick auf solche konfliktträchtigen Kommunikationen ganz häufig eine Kritik der Inklusionspraxis der Mannheimer Stadtverwaltung und Bemühungen, Menschen dabei zu helfen, ihre Ansprüche, ihre rechtlichen Ansprüche geltend zu machen und um den Ausschluss, dem sie ausgesetzt sind, zu bekämpfen. Menschenrechte und die Achtung der Würde werden dabei entlang eingeschränkter Freiheitsgrade relevant gemacht. Also unterschiedliche Klientengruppen, also wir haben es mit einer Klientelisierung von Migranten zu tun, verfügen in der Wahrnehmung der Hilfeaktivisten über unterschiedliche Freiheitsgrade, Partizipationschancen. Und darauf zielen dann eben die Bemühungen der Hilfeakteure, wenn es eben darum geht, Teilhabe und Achtung für die klientelisierten Bewohner des Stadtteils zu organisieren. Ich habe es gesagt, man könnte möglicherweise von einer Indexikalisierung der Menschenrechte sprechen. Menschenrechte werden nicht als universell kommuniziert, sondern sie werden situiert und abhängig von Kontext und lokaler Bezugsgruppe thematisiert. Ich will zum Schluss kommen. Mit Blick auf die Sinnschichten des Kulturellen und die Aggregatzustände der Menschenrechte können wir zusammenfassend einen historischen Wechsel der gesellschaftlichen Differenzierungsform ausmachen, wenn es um Menschenrechte geht. Ein Sprung oder ein Überdriften aus der Politik ins Recht und auch ein Wechsel des sozialen Gebildes von den Nationalstaaten in die Weltgesellschaft. Und wir finden auch Wechsel aus kleinen intellektuellen Zirkeln, in denen die Menschenrechte in den 70er Jahren thematisiert wurden, hinein in Aktivistenzirkel oder auch ganz konkret in den Gerichtssaal. Wir finden auf der anderen Seite, so meine These, nur Ansätze, eine Veralltäglichung der Menschenrechte. Und wir können feststellen, dass die Menschenrechte vielgestaltig sind. Sie verfestigen sich, sie verflüssigen sich und sie evaporieren. Es findet tatsächlich, so die Beobachtung, eine Verrechtlichung der Menschenrechte statt, was nicht mit der positiven Durchsetzung von Menschenrechtsansprüchen verwechselt werden darf. Also wenn sie rechtlich auftreten, dann heißt das, also sie werden in Rechtswelten thematisiert, aber auch zurückgewiesen. Aber in ihrer Thematisierung
dann schon relevant gemacht. Das zeigt sich auch in der Virulenz von Gegendiskursen, in der Virulenz von Gegendiskursen und alternativen Bezugnahmen auf Menschenrechten. Und es zeigt sich auch im Gebrauch von Begriffen, die mal als Menschenrechtsbegriffe und mal als Gegenbegriffe verwendet werden. Also so etwas wie Würde, Respekt, Anerkennung, Fairness, Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Solidarität wird in den Konflikten um die Menschenrechte teilweise als Menschenrechtskategorien definiert oder behandelt und teilweise aber auch als Kategorien, mit denen dann die kritisch in Auseinandersetzung mit dem Menschenrechtsdiskurs in Anschlag gebracht werden. Wir können festhalten, dass Menschenrechte in allen Sinnschichten des Kulturellen zu finden sind und dort je eigene Formen annehmen. Und damit wäre ich am Ende dieses Überblicks über diese drei Felder oder Bereiche, in denen wir in unserer Forschungsgruppe oder aus denen ich zunächst mal sozusagen aus der Perspektive unserer Forschungsgruppe berichten kann. Vielen Dank. Für die Aufnahme haben wir ein Mikro da, das heißt, wir reichen das rum. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Gibt es Meldungen? Stefan. Ja, ich denke auch, ein ganz toller Einblick. Und, also eben in einen parallelen arbeitenden Forschungsverbund, da es kommt. Und für die Übersetzungsanstrengung auch. In der Tat, genau, das muss man irgendwie klar kriegen. An welcher Stelle redet man über dasselbe mit verschiedenen Begriffen und umgekehrt. Drei Bemerkungen habe ich. Ich bin gar nicht so sehr auf Sinnschichten gekommen, sondern ich habe mich bei diesem Thema, was die Marion Müller hat, Pluralisierung von Menschenrechten für Vulnerable, habe ich mich eher sofort gefragt, was für Diskurse sind das denn? Und mein spontaner, also ich würde innerhalb des Diskursiven dann unterscheiden, fragen, ja gut, also das sind in verschiedenen Teilsystemen. Das eine sind halt die Diskurse von Juristen im Rechtssystem und das andere sind innerhalb des politischen Systems, sind es Minderheiten, die sich da artikulieren, auch über die Medien artikulieren. Das würde ich dann schon als zwei verschiedene, durchaus Aggregatzustände von Menschenrechten begreifen. Nämlich das eine sind garantierte Grundrechte und das andere wären reklamierte, egalitäre Behandlungen. Und das heißt womöglich beides. Menschenrechte meint aber ziemlich verschiedene Dinge. Du sprachst von der Nutzung der Menschenrechte als Ressourcen. Nicht? Kopplung, habe ich mitgeschrieben, des autoritativen Rechts mit affektiv geladener politischer Forderung. Ja, genau. Zweite Bemerkung, Paradox der Menschenrechte. Die müssen, sagtest du, in nationales Recht übersetzt werden, um wirksam zu werden, verschwinden dann aber sofort im Staatsbürgerschaftsrecht, was auch Luhmann unterlaufen sei. Mit einer Luhmannschen Begrifflichkeit würde man vielleicht sagen, na, den Menschenrechten fehlt heute die soziale Deckungsreserve einer weltgesellschaftlichen Gemeinschaft, also einer Weltstaatsbürgerschaft. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Solange das nicht der Fall ist, gibt es wahrscheinlich alle möglichen interessanten weiteren Paradoxien und Übergangsphänomene. Und so habe ich deine Ausführungen zum Alltag sortiert bei mir im Kopf. Also den Alltag so stark zu machen oder die Praxis, das war das Programm unserer Forschungsgruppe ja auch. Wir haben die Praktiken, also wir haben eine Sinnschicht priorisiert in der Forschungsgruppe, das würden wir jetzt nicht mehr machen. Aber das ist eben die mikrosoziologische Tradition. Es gibt, und so hast du mit deinem Vortrag auch angefangen, dass die Semantik der Menschenrechte immer in einer Spannung von Universalisierung und Partikularität sich bewegt hat. Es gibt auch im Alltag ein allgemeines Gleichheits- und Achtungspostulat, das älter ist als die Menschenrechte. Die Humandifferenzierung vollziehen sich vor diesem Hintergrund, also einer normativ geforderten, ich würde da nicht Entdifferenzierung sagen, sondern Unterschiedslosigkeit, den anderen Begriff an die Stelle setzen. Und jetzt mache ich einen Vorschlag. Und die Frage ist, ob du da mitgehen könntest oder ob ich so viel bis hierhin schon missverstanden habe, dass es sowieso nur Schrott ist. Der Vorschlag wäre, Punkt 2 und 3 zu kombinieren. Kann man vielleicht sagen, dass so wie Rassen und Geschlechter einmal gegen den universalistischen Menschen hochgezogen wurden, semantisch hochgezogen wurden,
Heute umgekehrt die Kategorie des Menschen, die universale Kategorie, der diese weltstaatliche Deckungsreserve aber fehlt, durch partikularistische Forderungen von Minderheiten belebt werden, affektiv belebt werden sozusagen, in die Lücke eines nicht exekutierbaren Rechtes hinein. Ja. Das heißt, sie würde ihr Profil gerade bekommen in dieser, sagen wir mal, historischen Übergangsphase durch die bloße Reklamierung durch Diverse. Ja, das heißt, sie wäre im Wesentlichen Rhetorik. Und zwar eine Rhetorik nicht der Mächtigen. Und dann ist es eben eine Frage, wie weit die auch machtvoll wird. Und das ist ja Marion Müllers Thema, in Begriffe der UNO eingeht, was dann wieder andere Minderheiten mit Sicherheit Preise kosten wird, die sich dann nicht durchsetzen in diesen Gruppen. Ne? Also so habe ich versucht, mir das zusammenzufügen. Kannst du damit was anfangen? Absolut, ja. Also, okay. Da habe ich doch etwas verstanden. Das ist gut. Ja, also und das haben wir wiederum versucht, mit diesem Begriff der Veralltäglichung der Menschenrechte zu belegen. Ja, dass wir auf der einen Seite beobachten können, es findet eine Verrechtlichung statt, also das dringt ein ins Rechtssystem, wird in einer rechtlichen Sprache formuliert und mit handfesten Rechten hinterlegt. Und gleichzeitig aber diese mangelnde weltgesellschaftliche Durchsetzbarkeit, mangelnde Durchdringung der Weltgesellschaft mit einer politischen Gemeinschaft und dann eben diese affektiv geladenen, was wir dann eben Menschenrechtsdiskurse nennen, die zu einer als Form der Veralltäglichung von Menschenrechten zutage treten. Und das ist paradox, weil diese Paradoxie ist keine theoretische, sondern das ist eben eine historische, die so lange bestehen wird, wie es keine Weltgemeinschaft mit entsprechenden politischen Institutionen gibt. Nach dem Satz, ich stelle mir vor, dass man einen stark juristisch bestimmten Forschungsraum, dass eine soziologische Aufgabe sein muss, der optischen Täuschung, dass dieselben Begriffe verwendet werden, die Frage entgegenzusetzen, die historische Frage, wer spricht, in welchem Ansatz, in welchem Kontext, in welchem Tag und so weiter und so fort. Denn die Vokabeln und Juristen sind ja, die glauben ja an Buchstaben. Ja. Ja. Und dafür dachte ich, dass die Sprache der Humandifferenzierung ein ganz schönes Vehikel sein kann. Dazu muss man sagen, dass wir haben 4 von 10 Teilprojekten werden von Juristinnen und Juristen geleitet, die alle sich bemühen und alle sehr offen sind. Der Sprecher hat auch mal Soziologie studiert. Also das hilft, ne, bei diesen Versuchen der Übersetzung. Ich glaube, wir haben größere Schwierigkeiten, wir Nicht-Juristen, als die Juristen. Hallo, vielen Dank. Es ist total witzig, in ein Mikro zu sprechen und dabei die eigene Stimme dann nicht gedoppelt zu hören. hallo, ich bin Tobias Boll. Dilek, erst bin ich dran, aber gleich bist du dran. Und ich hatte auch die Freude, Sebastian Weste im Rahmen unserer Summer School zu einem Gespräch da zu haben, wo wir uns über die Methodik für dieses Projekt unterhalten haben. Insofern ist es schön, jetzt zu sehen, wie es damit weitergeht. Ich fand diese ganze Systematik, die Sie vorgestellt haben, total überzeugend. So diese Frage, wo die Menschenrechte sozusagen aufgehängt sind und auch diese Idee der, wie soll man sagen, so trichterförmigen Spezifikationen, die finde ich auch interessant. Also erst Nationalstaat als Rahmen, dann Recht als sozusagen den Hauptort und dann irgendwie scheint es mir ja auch um so eine Art themenfeldspezifische Operationalisierung, würde ich es jetzt mal nennen, zu gehen. Und da setzt meine Frage an, nämlich was sozusagen mit den Inhalten der Menschenrechte im Rahmen jetzt dieser Diskurse und Praktiken passiert. Weil ich habe jetzt die Erwartung, dass die einen Unterschied machen und frage mich, wie dieser Unterschied zur Unterscheidung von Personenkategorien steht. Background ist, in unserem Projekt geht es um Menschen mit Behinderung und bei uns wird vor allem immer wieder Sexualität als ein sogenanntes Menschenrecht betont. Im Prinzip bezieht sich immer auf Artikel 12, also den Schutz der Freiheitssphäre des Einzelnen. Da ist von Sexualität nicht explizit die Rede, die wird aber sozusagen immer großzügig da rein interpretiert und dann geclaimed.
Es gibt ja aber auch andere Menschenrechte laut jetzt allgemeiner Erklärung der Menschenrechte, also auch so Sachen wie das Recht auf Erholung und Freizeit oder die Freiheit des Kunsterlebens. Wenn ich mir den Artikel zur Erholung und Freizeit anschaue, dann kriege ich fast einen Heulkrampf, wenn ich so an das Programm der Woche denke. Käme aber nicht auf die Idee, meine Menschenrechte zu claimen. Und da gibt es aber natürlich die, von denen ich jetzt mal annehme, dass es hier im Bereich Migration eher um die geht. Also Recht auf Leben und Freiheit, Verbot der Folter, Recht auf Rechtsschutz und so weiter. So, und jetzt ist meine Frage, inwiefern macht sozusagen der Inhalt jeweiliger spezifischer Menschenrechte überhaupt einen Unterschied in dem Feld, das Sie untersuchen? Oder geht es eher um so einen allgemeinen Claim auf Menschenrechte, ohne dass die näher spezifiziert werden? Beides fände ich irgendwie aufschlussreich, sowohl die Spezifikation als auch nicht die Nicht-Spezifikation. Und ich habe generell die Frage, ob Sie den Eindruck teilen, dass sozusagen die Nähe mancher Menschenrechte zum körperlichen Leben und Überleben sie quasi mit einem sozialen Geltungsvorschuss ausstattet. Also ja, ich glaube, dabei belasse ich es mal. Ja. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich kann, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich glaube, dass in den empirischen Feldern, die wir untersuchen, eher so eine Nicht-Spezifizierung der Fall eintritt oder zu beobachten ist. Und dass diese Körpernähe wirklich was ganz Relevantes ist. Was wir finden, ist zum Beispiel auch das Recht auf Gesundheit. Mhm. Also wo es um nochmal etwas andere Art und Weise um den Körper und um das Leben und dessen Schutz und Unversehrtheit geht. Das taucht bei uns jetzt schon so auf. Ja. Gesundheit. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Ich möchte mich vor allem auch für die Anstrengung zur Historisierung bedanken, weil ich bin Historikerin, die auch noch selber so ein bisschen zu Migration geforscht hat, also zuletzt sich mit Displaced Persons und der Flüchtlingskategorie beschäftigt hat, davor zu den Ruhrpolen geforscht hat, also Migration und den Diskurs der Menschenrechte seit 1800 im Grunde im Blick hat. Und ich fand das halt sehr spannend, also auch im Blick auf den Vorschlag von Ihnen im Titel von einer Migrationsgesellschaft zu sprechen. Und ich habe mich als Historikerin gefragt, wann fängt jetzt eigentlich bei Ihnen eigentlich die Migrationsgesellschaft an? Fängt die um 1800 an, also mit den Atlantischen Revolutionen? Fängt die um 1945 oder 51 an halt, ne, mit der Verrechtlichung der Menschenrechte? Fängt die mit einer bestimmten Semantik an, also den Begriff des Migranten oder der Migration finden wir eigentlich erst ab den 1970er Jahre vor, haben wir alternative Semantiken, die dann eine Rolle spielen. Also so, dass es vielleicht auch gar nicht so erstaunlich ist, dass Menschenrechte und Migration lange nicht zusammenwirken, weil es einfach andere Begriffe gibt, historisch halt, ne, die eine Rolle spielen. Ja. Also meinetwegen der Immigré, der Immigrant, also wo sozusagen die Richtung stärker bestimmt wird. Aber auch die Ruhrpolen werden zum Beispiel so ein Begriff halt, ne, also wo Migration an eine Person gebunden wird und verhandelt wird. Und also das ist so meine erste Frage. Wie sozusagen gibt es von Ihrer Seite halt einen neuen Vorschlag für Migrationsgesellschaft? Gibt ja auch viele soziologische Beiträge dazu, die sagen halt erst 1970er Jahre oder erst 1945. Das Zweite, was mich interessieren würde, ist, in welchem Verhältnis eigentlich Alltag und oder so eine lokale Ebene am Mannheimer Stadtviertel zu einer globalen Ebene steht oder zu einem größeren Kontext. Also als Historikerin fällt mir dann nach 1945 sofort ein, Kalter Krieg, Ende der europäischen Imperien, das wären jetzt so große Stichworte, heute vielleicht Globalisierung, wahrscheinlich gibt es noch mehrere, also große Prozesse, die man beobachten kann. Und ich habe mich gefragt, wie kriegt man im Alltag eigentlich diese ganz vielen Kontexte, die eine Rolle spielen, in den Blick, ohne möglicherweise Diskurse, die ohnehin bekannt sind, wie Globalisierung oder so, wieder in den Alltag reinzuschreiben. Ja, also das sind zwei ganz, ganz schwierige Fragen zum Begriff. Also ich habe mich ja am Anfang um diesen Migrationsgesellschaftsbegriff rumgedrückt. Ne? Ich habe gesagt, der taucht da auf und der ist schwierig. Und ich habe auch tatsächlich meine Schwierigkeiten damit. Das ist ein zeitdiagnostischer, gesellschaftsdiagnostischer Begriff, der manchmal hochgejazzt wird zu einer gesellschaftstheoretischen Formulierung.
mit der ich methodisch, also da komme ich methodisch überhaupt nicht dran. Deswegen bin ich da ratlos. Ich vermeide ihn. Also ich glaube, was wir, wenn wir empirisch arbeiten, auch vorsichtig sein müssen, ist Migration als einen Begriff zu, oder der Migrant als einen Begriff zu verwenden. Sondern wir müssen uns das gesamte semantische Feld angucken. Und das müssen wir wahrscheinlich alltagssoziologisch genauso, wie Sie das, wenn Sie längere historische Prozesse in den Blick nehmen. Wie wir versuchen, diese globale Konstellation einzufangen in der Empirie, in der Ethnographie, ist, dass wir uns anschauen, wie territoriale Grenzen jetzt mit Bezug auf europäische Migrationsräume, und das ist das, was wir vor allem finden, wie diese territorialen Grenzen von Menschen überschritten werden und die dann aber in anderer Form wieder auftauchen. Zum Beispiel in Form von Cafés im hinteren Teil unseres Stadtteils. Ne? Also wo sozusagen Menschen territoriale Grenzen überschreiten und dann durch die verschiedensten Prozesse und aus den unterschiedlichsten Gründen sozusagen territoriale Räume im Mikrokosmos, als rumänisches Café zum Beispiel, wieder auftauchen. Und da, denke ich, kann man sozusagen fallrekonstruktiv diese ganzen großen Fragen versuchen, irgendwie einzuholen. Das waren beide Sachen? Ja. Okay. So, vom Melderecht haben jetzt zwei zugeschaltete Personen Gebrauch gemacht. Hier ist Dilek Dizdar. So, Dilek, bitteschön. Hallo. Ja, grüße Sie, Herr Sifonov, und vielen Dank für den Vortrag. Wir hatten uns schon mal online getroffen im Rahmen des Zentrums für interkulturelle Studien. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich finde natürlich den Übersetzungsbegriff, den Sie verwenden, sehr spannend als Translationswissenschaftlerin. Sie haben jetzt diesen bemüht im Zusammenhang mit universell versus nationale Sprache, also Übersetzung in die nationale Sprache des Rechts. Das finde ich eine schöne Überlegung, dann weiterzudenken. Also als Translationswissenschaftlerin würde ich sagen, eine Äquivalenz wird damit geschaffen, also gesetzt sozusagen, und verschiedene Äquivalenzen in unterschiedlichen nationalen Kontexten. Dann wäre der internationale Gerichtshof sowas wie ein Translationslektor sozusagen, der dann diese Äquivalenzen auf Grundlage eines Wörterbuchs oder so versucht festzumachen und die Devianzen über die Devianzen zu entscheiden. Aber über diese nationale Übersetzung hinaus gibt es ja auch die religiöse Übersetzung. Also Sie kennen sicher die Kairoer Erklärung der islamischen Menschenrechte, die auch Mahmoud Hassanein hat seine Promotion darüber gemacht, wie das als eine Übersetzung der UNO-Menschenrechtserklärung zu verstehen ist. Und das ist, finde ich, auch als Übersetzungsprozess total spannend, vielleicht auch für Sie, weil das nochmal eine andere Seite dieser Übersetzung oder der Grenzen der Übersetzbarkeit dieser Menschenrechtsdiskurse aufzeigt, die nicht national ist. Und ich glaube, das wäre vielleicht insgesamt für diese Übertragung der Menschenrechtsdiskurse interessant, aber auch für die jeweils Betroffenen im empirischen Feld. Auch da bringen die Menschen ja ihre Referenzrahmen mit. Das heißt, sie übergrenzen zwar territoriale Grenzen, nehmen aber doch ihre kulturellen Referenzrahmen, zu denen eben auch diese religiösen Umformungen und Verständnisse gehören können, mit. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem, was Sie gesagt haben, dass Sie zwar Grenzen überschreiten, dann aber eben Ihre eigenen Grenzen schaffen, territorial. Ich glaube, das hat unheimlich viel mit Sprache zu tun, weil nämlich die Überschreitung der territorialen Grenzen nicht notwendig und meistens eben nicht ein Eindringen in den sprachlichen Horizont der aufnehmenden Gesellschaft bedeutet. Ja, vielen Dank. Ich nehme das als ganz tolle Anregung mit. Dinge, über die ich jetzt sozusagen im Abstrakten noch nicht drüber nachgedacht habe und die mir bis jetzt auch aus den Felddaten noch nicht entgegengesprungen sind. Aber ich nehme das jetzt sozusagen als Sensibilisierung mit. Vielen Dank. Heike Durbum. Hallo von
meiner Seite. Hört man das einigermaßen bei euch, wenn ich spreche? Ja. Ja, gut. Ja, ich möchte mich auch sehr bedanken, sowohl für den Vortrag als auch für das Kapitel, was wir für morgen lesen konnten. Ich werde leider nicht dabei sein, aber ich war sehr froh, das lesen zu können. Ich habe zwei Rückfragen oder Anmerkungen. Das eine ist die Unterscheidung zwischen Migration und Flucht. Ich habe doch den Eindruck, dass auf der Diskursebene es eine Verschiebung gegeben hat, vielleicht seit 2015, und dass die Fluchtkategorie viel alltäglicher geworden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ihre These auch stützt. Also im Grunde könnte man überlegen, ob es so eine Veralltäglichung der Flüchtlingskategorie gegeben hat durch die Ereignisse um 2015 herum. Also sowas wie Flüchtlingshilfe, aber auch ich interessiere mich für Flüchtlinge. Das sind so, finde ich, alltagstaugliche Sprechweisen, wo der Migrant im Grunde in den Hintergrund getreten ist und der Flüchtling in den Vordergrund. Das war das eine. Und das andere, das Vorhandensein oder die Abwesenheit des Menschenrechtsdiskurses im Alltag, also auf der Alltagsebene, da habe ich mich erinnert gefühlt an Literatur, die diese Frage im Zusammenhang mit dem Multikulturalismus-Diskurs aus den 1990er Jahren sich anschaute und die dann zeigte, dass im Alltag im Grunde zumindest in bestimmten Zeitschichten die Menschenrechte mit den Frauenrechten, den Kinderrechten und den religiösen Rechten konkurrierten. Und ich glaube, dass das auch nicht nur auf der Diskursebene stattfindet, sondern ganz stark in Interaktionen, in konkreten Interaktionen. Da denke ich jetzt schon wieder an 2015 und die Flüchtlingshilfe, die ja auch zum Teil ganz informell stattfand, wo dann eben zum Beispiel die Hausfrauen den Geflüchteten erklärt haben, dass Frauen eben andere Rechte haben in Deutschland als in Afghanistan. Ich will es jetzt mal so ein bisschen zuspitzen. Vielleicht passt das zu dem, was Tobias Boll sagte, dass die Menschenrechte konkretisiert in bestimmten Rechtsformen daherkommen. Also Kinder darf man bei uns nicht schlagen. Also es ist auch eine Bildungshaltung, die dahinter steckt, wenn man den Zugewanderten erklären möchte, was Menschenrechte sind. Ja. Das ja. waren meine zwei Punkte. Ja, vielen Dank. Vielleicht zwei ganz kurze Reaktionen. Zum einen auch danke für diesen Hinweis auf die Flüchtlingskategorie. Das verweist jetzt auch wieder auf Dinge, die wir vorher schon angesprochen haben, dass ich natürlich einen soziologischen Trick anwende, wenn ich von Migranten spreche. Also ich produziere so einen analytischen Begriff, unter dem ich dann dieses unglaublich große semantische Feld subsumiere. Tatsächlich, was wir tatsächlich machen müssten, wäre eine sozusagen praktische und historische Rekonstruktion auch der Verschiebungen zwischen diesen Begriffen und der Relevanzmachung und auch der sozusagen Konkurrenzen zwischen diesen Begriffen. Das ist sozusagen eine diskursanalytische Aufgabe, die sich stellt. Was Sie mit Blick auf die Konkurrenz dieser Rechte gesagt haben, ich glaube, das stimmt auf der einen Seite, aber auch da, glaube ich, haben wir einen sehr heterogenen Diskurs. Es gibt nämlich eben auch, ich habe das ganz kurz angesprochen im Vortrag, den Versuch der Inklusion dieser Rechte, dieser Frauen, die Rechte der Frauen, der Kinder, der Menschen mit Behinderungen, der ethnischen Minderheiten, ein Versuch der Inklusion als kategoriale Menschenrechte. Also dass auch hier von Menschenrechten gesprochen wird, was zu einer Verbreiterung und zu einem diffuser Werden dieser Kategorie führt, aber eben auch zeigt, dass wir es dann nicht mit natürlichen Konkurrenzen zu tun hätten, sondern mit kontingenten Kategorisierungen. Sascha Dicke, eine Sekunde. Ja, danke. Vielen Dank für den Vortrag. Fand ich sehr inspirierend. Ich hätte drei Punkte, davon sind zwei Fragen. Die erste ist, ob wir es eigentlich wirklich in diesem
alltäglichen Aufrufen der Menschenrechte mit einem Diffuswerden der Kategorie zu tun haben. Gerade der Punkt von Tobias, was man alles unter Menschenrechte so subsumieren kann oder was da eben formal subsumiert wird, hat mich darauf gebracht, ist es nicht tatsächlich eher so, dass wenn von Menschenrechten in diesen Alltagskontexten die Rede ist, dann tatsächlich typischerweise von verletzbaren Körpern die Rede ist, während die anderen Aspekte, die ja Menschenrechten auch noch drin sind, auch noch mit gemeint sein könnten, eigentlich in der Regel nicht gemeint sind. Also sowas wie Recht auf, wie ist es genau, kulturelle Angebote oder so etwas. Das wäre der erste Punkt, also quasi eine Spezifizierung hin auf den Körper, findet so etwas statt. Zweite Frage ist, so ein bisschen an den Punkt von Stefan anknüpfend, aber auf eher die nationale Ebene bezogen, nämlich die Menschenrechte als eine Art von, wie soll ich sagen, Ausweis oder Hilfskategorie, zu der dann gegriffen wird, wenn man erwartet, dass so bestimmte Gruppen, ne, die Frauen, die Kinder, das geltende positive Recht einfach entweder nicht stark genug ist, nicht gut genug durchgesetzt wird, etc. Und man deswegen so als Rückfallmechanismus die Menschenrechte bemüht. Oder wenn Menschen in Kontexte reinkommen, wo man denkt, ah, da wird das Recht vielleicht nicht gewahrt, also Gefängnisse zum Beispiel. Also quasi, das wäre der zweite Punkt. Dritter Punkt, rein aus Interesse, gibt es eigentlich Vergleichsperspektiven in Ihrer Forschungsgruppe zu Tierrechten? Weil da haben wir ja auch so eine interessante Kopplung, würde ich meinen, von auf der einen Seite so Formalisierungsbemühen oder auch Berufen auf bestimmte formale Tierschutzbestimmungen, auf der anderen Seite aber diese starke Affektivität, ne, dieses Anrufen oder Provozieren von Affekten, die wir gegenüber Tieren haben oder haben sollten. Ja, vielen Dank. Also das mit dem Diffuswerden, da haben Sie, glaube ich, einen guten Punkt. Ich nehme das auch als eine unglaublich interessante Anregung mit. Ich glaube, da ist was dran an dem, was Sie beide gesagt haben, mit Blick auf die Spezifizierung auf den Körper hin. Und ich glaube, das passt auch zu dieser Idee, dass wir sowas wie eine Indexikalisierung der Menschenrechte im Alltag beobachten können. Und ich glaube, da ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz starker Punkt. Das Zweite unbedingt auch, ja, ich glaube unbedingt, dass die Menschenrechte in diesem Sinne als so eine Hilfskategorie oder so eine Mantelreferenzfeld oder so verstanden werden, als etwas, das man anrufen kann, weil das die verschiedensten Dinge anspricht. Ich habe das versucht, im Vortrag kurz anzusprechen und ich glaube, da ist sicher was dran. Zum Dritten, nein. Mit Tierrechten haben wir uns in der Forschungsgruppe noch gar nicht beschäftigt. Und da spielt sicher das, was Sie meinen, also ansprechen die Frage der speziellen Tierrechte eine Rolle, aber auch die Frage nach den Grenzen der Sozialwelt. Ne? Also ob man die Tiere nicht vielleicht sogar mit in die Menschenrechte mit reinnehmen muss. Und was das dann eigentlich aus den Menschenrechten und aus der Menschenkategorie macht. Johannes Paumann. Gregor Feind. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich denke noch sehr nach über das Paradoxon des nationalen Rechts und der universellen Geltung der Menschenrechte und hadere noch ein bisschen mit dem Gedanken, weil ich mir unklar bin, ob mir da nicht eine transnationale Dimension fehlt. Gerade wenn ich über dieses Menschenrechtsjahrzehnt der 1970er Jahre nachdenke, mit dem ich mich als Historiker in unterschiedlichen Facetten auseinandergesetzt habe, sehe ich da eigentlich das genaue Gegenteil. Nämlich eine Durchsetzung von Menschenrechten eben über transnationale Claims, über transnationale Diskurse und über transnationale Garantien. Denn diese Dissidenten,
aus Osteuropa haben sich eben nur bedingt an ihre eigenen Regierungen gewendet, sondern an westliche Öffentlichkeiten, die dann unter anderem die Garantie nationalen Rechts durchgesetzt haben. Und genauso wäre das für Lateinamerika zu sehen. Das sind auch transnationale Diskurse zwischen den lateinamerikanischen Ländern, aber teilweise auch mit einer westlichen Komponente. Man könnte das auch über die Diskurse hinaus führen, bis in Rechtspraktiken, nämlich in die universelle Jurisdiktion, die Sie ja selber mit dem Prozess in Koblenz auch angeführt haben. Also etwas zugespitzt gesagt, sind die Menschenrechte nicht vielleicht das Beispiel, wo wir am ehesten eine Umsetzung solcher Claims tatsächlich schon erkennen können. Sicherlich nicht systematisch. Aber wenn wir in diese kleinen Beispiele gehen, dann ist dieses Paradoxon vielleicht gar nicht so eindeutig vorhanden. Das sagt Jürgen Bast auch. das Koblenzer Beispiel ist, glaube ich, ein gutes mit Blick auf, wenn man so will, so eine mittlere Ebene der Transnationalisierung. Ne? Also wir haben aber da wahrscheinlich in Europa schon auch einen ziemlich einzigartigen oder einen ziemlich besonderen Fall, dass wir tatsächlich transnationale Institutionalisierungen haben, die dann eine Rechtsförmigkeit haben mit einer bestimmten Durchsetzungsfähigkeit. Mein anderer Punkt war vor allem der, also dieses Paradoxon meinte vor allem, dass wir quasi ein formales Verschwinden der Menschenrechte, die diskursiv und im politischen Raum angesprochen werden können, dann haben, wenn die übersetzt werden und übersetzt werden müssen in eine nationale Gerichtsbarkeit und in eine nationale Durchsetzung. Von daher habe ich das vielleicht etwas überpointiert. Ich wollte diesen Punkt stark machen. Ja. Johannes Paulmann, ich fand Ihren Punkt sehr wichtig, den ich selbst versucht habe, sehr deutlich zu machen. Menschenrechte sind keine Rechte, sondern sind Ansprüche, werden Ansprüche erhoben. Und ich glaube, das passiert in bestimmten Konstellationen. Die Fiktion, dass es Menschenrechte gibt und jetzt die Gruppe sie auch noch haben will und jene Gruppe noch, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Fiktion. Es geht wirklich um Anspruch erheben in bestimmten, ich würde sagen, politischen Konstellationen. Und das, was Sie über Sam Moyn gesagt haben mit dem Humanitarismus, ich habe mir mal Humanitarismus angeguckt und es gibt zum bestimmten Punkt, wo plötzlich verschiedene Organisationen den Menschenrechtsdiskurs, also in Menschenrechten sprechen, wenn sie vorher in ganz anderen Kontext gesprochen haben, weil sie damit glauben, politisch was durchsetzen zu können. Das scheint mir, und das ist in diesem Humanitarismus und transnationalen Bereich relativ kompliziert, weil es da die fürsprechenden Organisationen gibt. Advocacy angucken muss, es gibt die tatsächlich für die gesprochen wird, die möglicherweise selbst keine Stimme haben. Und dann gibt es die Staaten und die politischen Akteure. Und diese Konstellationen wechseln auch immer. Und insofern finde ich das, was Sie gesagt haben, eigentlich ziemlich wichtig. Ein zweiter Punkt, das ist nicht ganz systematisch, was ich jetzt sage, es gibt ja auch eine Menschenrechtstradition, die religiös bestimmt ist. Eine christliche Menschenrechtstradition. Amnesty International kommt aus einem christlichen Impetus. Das ist keine politische Impetus gewesen. Das waren irgendwelche nicht der anglikanischen Staatskirche angehört, sondern Dissenters, die sich da zunächst angefangen haben einzusetzen. Aus einem ganz starken christlichen Impetus hat sich total gewandelt, ist stark säkular politisch geworden und ist dann von politischen Gefangenen, Amnesty redet heute von allen möglichen Menschenrechten, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was sie in den 60er Jahren gemacht haben. Ja. Und da würde ich sagen, ist auch eine Entwicklung, eine Organisationsentwicklung dieser fürsprechenden Organisationen, die ja irgendwie ihre sozusagen sich rechtfertigen müssen über Jahrzehnte, wenn sie weiter existieren wollen. Und dann möglicherweise eine Sprache aufnehmen, das muss aber nicht die der Menschenrechte sein. Ja. Das wäre meine letzte Frage. Ist Ihnen irgendwie ein Kontext aufgekommen, wo Menschenrechte Teil eines Diskurses waren und dann wieder fallen gelassen wurden? Oder wenn sie mal reklamiert worden sind, verschwinden sie nie wieder? Thank you.
Ja. Ich weiß auch keinen, aber ich glaube, dass es tatsächlich ganz sinnvoll ist, Menschenrechte, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, als eine von diversen autoritativen Ressourcen, das ist der Begriff bei Giddens, ne, den wir in der Gruppe ganz, ganz produktiv fanden, verstehen können. Diese religiöse Menschenrechtstradition, na, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige, und ich habe es versucht, im Vortrag ja auch anzudeuten, dass es eben unterschiedliche Traditionslinien gibt, die dann mit dieser ganz starken Verrechtlichung der liberalen Freiheits- und Gleichheitsrechte nach 1945 irgendwie ins Hintertreffen gerät. Aber ich denke schon, dass diese Traditionslinien sozusagen parallel existieren und dass es eben Interferenzen, Übergänge zwischen denen gibt. Und Amnesty International wäre da sicher ein ganz tolles Beispiel dafür. Also, ja, man kann zum Beispiel bei humanitären Organisationen, die christlich oder religiös geprägt sind, sehen, das ist ein Kanadium-Beispiel, gibt es Literatur darüber. Da kommen Christen an und wollen mit den Organisationen humanitäre Hilfe leisten. Und die kirchlichen Ordens sagen, nee, nicht mit uns, wir machen Religion. Gehst zu, was weiß ich immer, Sanctification oder zu anderen Organisationen. Also sie schicken die weg, weil sich sozusagen der humanitäre aus Nächstenliebe kommen, humanitäre Hilfe, weil sie es abschieben wollen und sich auf den Kern ihres Auftrags und sowas. Das ist so ein Problem. Ja. Wo die dann mit ihrem religiösen Impetus in säkulare Organisationen rein und dann natürlich auch irgendeine Sprache brauchen, ja? Die eben nicht unbedingt die der Menschen der nächsten Liebe ist, sondern die dann beispielsweise möglicherweise eine rechte Menschenrechte und damit auch einen großen Anspruch eine große operative Ressource nehmen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich würde gerne nochmal auf diese Begrifflichkeit Rechte sind eigentlich Ansprüche rekurrieren. Das mag vielleicht ein bisschen altbacken klingen, aber wenn man in die historischen Diskurse geht, war der Rechtsdiskurs ja immer verbunden, also mit der englischen Terminologie mit Rights and Responsibilities. Und also es ging Verantwortlichkeiten oder sogar Pflichten damit einher. Das heißt, es war nie getrennt, diese beiden Begrifflichkeiten. Und daraus leitet sich natürlich auch ab dieser Rationalitätsanspruch. Das heißt, Rechte haben nur die Leute, die quasi befähigt sind zur Partizipation, zur Selbstbestimmung und so weiter. Und damit ist es ein exkludierender Begriff. Also Frauen sind ausgeschlossen, Kinder sind ausgeschlossen, Menschen mit Behinderung sind in vielerer Weise ausgeschlossen. Dieser Begriff hat sich ja aufgelöst und wird quasi zum Teil aber ersetzt nicht durch einen Rechtsbegriff, sondern durch einen Anspruchsbegriff. Und meine Frage zielt eigentlich darauf hinaus, ob diese kritische alltagsweltliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsbegriff nicht zum Teil auch einen Versuch widerspiegelt, den Begriff der Verantwortlichkeiten wieder hineinzubringen. Also der Teil, der eigentlich im Prinzip in den Rechtsdiskurs, wie er sich historisch entwickelt hat, verloren gegangen ist zum Teil. Oder zumindest nicht mehr die Bedeutung hat, die ihm ursprünglich zugeschrieben wurde, weil er eben in gewisser Weise viel zu exkludieren wirkte und gleichzeitig notwendig ist, um den Begriff des Rechts zu etablieren. Das finde ich einen ungeheuer interessanten Gedanken. Nur wo würden Sie das sehen? Naja, ich meine zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Migration, also mal ganz alltagsweltlich gesprochen. Aha, okay. Verstehen Sie? Wo dann quasi, was weiß ich, ihr habt die Rechte, aber ihr müsst auch irgendwas tun für die Gesellschaft oder so, irgendwas in der Richtung. Also so diese kritische, dieses Hochfahren des Rechtsbegriffs, die aber dann verbunden wird mit einem bestimmten Versuch, daraus auch gewisse Erwartungen abzuleiten. In der kritischen Migrationsdiskursen zum Beispiel. Nur mal so als... Ja, aber also spontan würde ich sagen, aber gerade nicht im Menschenrechtsdiskurs. Na doch, er wird schon... Also das ist eben die Frage. Das geht vielleicht so ein bisschen Richtung, was Stefan vorhin sagte. Also es wird, also wenn ich das Argument richtig verstanden habe, wird ja der Menschenrechtsdiskurs in deiner Lesart sozusagen reaktiviert, weil er sich weltgesellschaftlich nicht verankern konnte, wird er reaktiviert durch ein Anspruchsdenken. Habe ich das richtig verstanden? Und
ich frage mich halt, ob sozusagen auf der anderen Seite auch eine Art Reaktivierung des Rechtsdiskurses erfolgt, die versucht, eben diesen Begriff der Verantwortlichkeiten wieder mit reinzubringen. Manchmal auf, natürlich auf eine Art und Weise, die uns sehr rechtspopulistisch erscheint. Aber also das ist jetzt ein bisschen ins Blaue hinaus geredet, aber es war so. Ich finde halt nur, also was mich interessiert, ist wirklich dieses etwas Reduktionistische. Und das hat ja Johannes Baumer eben auch beschrieben, dass man eben Rechte im Prinzip letztendlich, man kann sie sowieso als Ansprüche formulieren, also mal historisch gesehen, aber sie wird halt zunehmend, sind es eigentlich Ansprüche und nicht mehr Rechte in dem Sinne. Und das wäre dann ein Gegendiskurs, der möglicherweise auch in der Sprache der Menschenrechte formuliert werden könnte. Ja, auch dafür vielen Dank. Untergekommen ist es mir noch nicht, aber das sensibilisiert, glaube ich. Ja. Thomas. Dankeschön. Vielen Dank für Ihren Vortrag, den ich sehr erhellend fand. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich frage mich, ob für Ihre Frage nach dem Undoing im Alltag von Migrant die Sprache, in der Migranten adressiert werden, interessant sein könnte. Denn ich kann mir vorstellen, dass zwar auf der Inhaltsseite der Kommunikation nicht unbedingt diese Kategorie aufgerufen wird, aber durch die Sprachwahl selbst eine Unterscheidung stattfindet oder eine Aktualisierung dieser Kategorie. Nun, um Ihnen ein kurzes Beispiel zu geben, was mir konkret vor Augen steht. Seit ungefähr 2015, 2016 kann man in unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland beobachten, dass staatliche Behörden anfangen, Sprachmittlerpools für die Kommunikation mit Migranten bei Behörden, Ämtern, Schulen und so weiter aufzubauen und diese sozusagen als Infrastruktur für die Kommunikation bereit zu halten. Und ich frage mich, ob solche Phänomene im Grunde auch diese Paradoxie, von der Sie sprachen, vollziehen. Also einerseits geht es darum, Gleichheit herzustellen, Zugang für alle zu Behörden und staatlichen Einrichtungen. Auf der anderen Seite wird eben durch diese sprachliche Adressierung auch eine Differenz markiert zu allen anderen. Ja, ich glaube, das ist ein schönes weiteres Beispiel dafür, ja, für genau diese Paradoxie, von der Boris Nieswand sagt, dass die eigentlich eine banale ist. Also dass sich das sozusagen in der Migrationsgesellschaft banalisiert hat, in dem Sinne, als dass das sozusagen alle damit das kennen und alle damit sehr routiniert umgehen und das auch kaum ein Skandalisierungspotenzial hat. Hallo, ja danke. Ich gehöre gar nicht zu dem SFB, deswegen erlaube ich mir mal eine naive Frage. Ist auch Ihr Mensch. Ja, ich bin auch ein Mensch. genau. Und zwar zu Ihrer Empirie tatsächlich, also wirklich eine ganz simple Frage. Sie haben 2-3 Plakate gezeigt und ich würde, glaube ich, nochmal, wenn man die vielleicht nochmal zeigen kann oder nicht, müsste man, glaube ich, fragen, okay, in welchen, Sie haben das einmal genannt, welche Handlungsprobleme greifen die eigentlich auf? Das Rechte habe ich mich gefragt, wo findet man so ein Plakat? Ich habe irgendwie gedacht, okay, das sieht aus wie in einem Schulkontext, Kindergartenkontext, sowas. Mhm. Da müsste man aber fragen, okay, muss man eigentlich nicht die Differenzierung von, also die einfache Unterscheidung von Rechtsdiskurs und unspezifiziertem Alltag nochmal differenzieren oder verundeutigen durch zum Beispiel Erziehungssystem oder pädagogische Einrichtungen versus politischer Aktivismus? Ja. Sowas, ja. Unbedingt. Also ich habe hier so eine kleine Liste an Situationen, in denen Sebastian und Tasnim war mal geliefert. Ne? Und Jugendeinrichtungen, Schule, die Plakate sind aus Schulen, aus einem Jugendtreff und noch aus einer anderen Schule. Genau. Und das, ich habe das am vorher an einer Stelle angesprochen. Ich denke, das ist unglaublich
wichtig, zum einen typologisch zwischen unterschiedlichen Arten zu unterscheiden und dann aber tatsächlich diese sozialen Gebilde und die Interaktionssettings, ich glaube, das war der Begriff, den ich verwendet habe, als die relevanten Kontexte der Menschenrechtsthematisierung zu rekonstruieren. Ne? Also was ist eigentlich das lokale Problem, auf das eine bestimmte Menschenrechtsthematisierung reagiert? Darf ich dazu direkt eine Frage? Aber wäre es dann nicht eher im Sinne von einer Menschenrechtsthematisierung sowas wie ganz simpler gehalten, moralische Erziehung, politische Erziehung von der diffusen Öffentlichkeit durch Aktivisten und so weiter? Ja. Da ist ja der Menschenrechtsbegriff, den wieder einzuführen, ist ja dann wieder eine Vereindeutigung von einem Setting, das eigentlich viel uneindeutiger ist. Ja. Und deshalb bin ich mir auch gar nicht so sicher, wie viel man da eigentlich findet an einer harten Menschenrechtssprache im Alltag. Sondern meine Vermutung ist auch die, dass wir es da mit einem hohen Maß an Uneindeutigkeit und Überlappungen zu tun haben. Ich habe die Folie, hab die geskippt. Also sozusagen aus der Logik unserer Forschungsgruppe wäre es natürlich ganz, ganz toll, wenn man zeigen könnte, dass die Menschenrechte sogar in den Alltag eingedrungen sind. Ich habe aber schon in der Begutachtung gesagt, das ist in dieser Hinsicht ein Teilprojekt mit einem hohen Scheiternsrisiko. Also eine Nulldiagnose ist auch eine tolle Diagnose. Das habe ich den Gutachtern schon gleich gesagt, damit sie hinterher nicht enttäuscht sind. Ich glaube, jetzt alle, die das Melderecht gebrauchen wollten, haben das gemacht. Also ich glaube, von den drei schlimmen Ausgängen ist keine eingetreten, können wir sagen. Es ist natürlich ein sehr spannendes Thema, was extrem aktuell in einer Welt ist. Also wenn gerade in Großbritannien diese Debatte mit Ruanda-Flügen ist. Also, aber extrem spannend fand ich am Anfang diese Überlegung, welche Präposition zur Sinnschicht gehört tatsächlich. Also ich finde, das ist eine Anregung, die wir vielleicht aufnehmen sollen. Weil bei diesem Thema, also ich bin erinnert an die Diskussion Habermas versus Luhmann. Also Luhmann hat ja Habermas vorgeworfen, die kommunikative Lebenswelt wird von ihm überfrachtet. Und gerade so großgesellschaftliche, weltgesellschaftliche Diskurse können halt vielleicht gar nicht in einer Kommunikation interaktiv umfasst werden. Und bei diesem Thema, glaube ich, hat man vielleicht ein Phänomen, das wirklich auf oder unter Schichten lebt, aber nicht so gut in bestimmten Sinnschichten. Ja, also interaktiv kann man... Das verdampft sehr, sehr schnell. Die Bilder fand ich sehr passend. Das gibt uns auf jeden Fall, glaube ich, eine Anregung. Also mit den Sinnschichten sind wir nicht fertig. Ich glaube, mit Körnung habt ihr schon gearbeitet, also, oder mit verschiedenen Dampfzuständen oder so. Mit dem Mais, glaube ich, da war sowas. Ja. Also da ist nur Musik drin, glaube ich. Also, aber das war auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion. Wer möchte, danach geht es in den Baron. Und es gibt ja auch einen kleinen Workshop morgen, wo wir intensiv über einen Text zum Thema sprechen. Dann vielen Dank schon mal. Ich habe zu danken. Vielen herzlichen Dank.